Dieser Verführer behauptet, 3 Tage nach meinem Tod werde ich wieder leben. Die Feinde Jesu, die Pharisäer und Schriftgelehrten, glaubten der Ankündigung Jesu, ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Seine Freunde aber, die Jünger, vergaßen jedoch die Vorhersage. Selbst nach dem Tod Jesu war der Hass der Schriftgelehrten so groß, dass sie die Grabeshöhle mit einem riesigen Stein verschlossen und ein römisches Siegel anbrachten. Außerdem verlangten sie von Pilatus eine extra Wache vor dem Grab. Alle Vorsichtsmaßnahmen der religiösen Elite erweisen sich als zwecklos, aber nützlich, denn sie bestätigen umso deutlicher die Auferstehung Jesu. Leben, Tod, neues Leben. Raupe, Kokon, Schmetterling. Oder Samenkorn, Samen stirbt ab, neuer Trieb. Neues Leben nach dem Tod in der Natur erkennen. Vom Beginn des Lebens Jesu, Kindermord auf der Erde, bis zu seinem Ende am Kreuz, sehen wir immer wieder bitteren Hass auf Jesus. Ich bin die Auferstehung. Und das Leben, wer an mich glaubt, wird ewig leben.